Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Test Star Wars The Old Republic. Mit dabei unser Tools. Hallo. Ja, wir wollen mal wieder weiter gucken, was dieses Spiel so alles bietet. Ja, der Tools, der konnte mal wieder nicht locker lassen, hat sich erstmal wieder dieses Abonnement gekauft, um jetzt zu zeigen, wie viel man da noch mehr kann, als ich kann. Ja, um euch zu zeigen, was ich jetzt alles für Vorteile habe. Also er kann seine imaginäre Kopf-Dings-Verlängerung noch zeigen, wie ihr seht. Ja, und er kann noch anderen tollen Scheiß, den ich nicht kann, aber den ich auch ehrlich gesagt momentan nicht brauche. Ich hab's nur gemacht, weil ich dadurch meine ganzen Kartellmünzen, die ich schon vorher hätte kriegen sollen, bekomme. Ja. Hätte ich auch gesagt. Ich weiß es nur fürs Geld. Ja, wieso? Ich hab da jetzt locker 2000 Kartellmünzen bekommen. Nett. Für den Preis von 1500? Euro. Ja, ich krieg ja noch ein bisschen mehr, weil ich ja noch für den Monat noch krieg dann. Ja, das so. Ist toll. Ja, awesome ist das. Warte, ja. Ich muss ja erstmal mal kleine Quests machen. Warte mal. Zerstöre die tytonianischen Druiden. Das kriege ich noch gerade so eben hin. Ich muss gucken, weil ich habe ja, ich weiß es nicht, glaube ich, habe das Spiel auch mal so privat noch gespielt, außer des Let's Plays. Mit einem anderen. mit einem Jedi Gelehrten. Also, das ist sowas, was der Typ da zockt. Genau, ich. Weil das ist cool. Ja, die sind ziemlich lustig. Ja! Aber wenn ihr lieber Blitze schießen wollt, dann solltet ihr das Gegenstück zu dem spielen, den Hexeninquisitor. Ja. Der kann Blitze ballern. Wusch, wusch. Wusch, wusch. Boom, boom. Sterbt. So, warte mal. Du darfst nicht sterben! Boah, sah das jetzt cool aus. Ja. So, warte, wir müssen erstmal diese scheiß Quests gucken. Ich muss hier erstmal wieder durch die Gegend finden. Das ist alles schlimm. Stirb. Boom. Ich kann dir vielleicht ein bisschen helfen, dich zu orientieren. Eine grobe Orientierung habe ich sogar, vielleicht stell dir vor. Was will er von mir? Schieß ab. Ich töte ihn. Ich töte es, okay. Ich will ein Lichtschwert haben. Dafür muss ich noch leveln. Das kriegt man nur, wenn man ein richtiger Meister wird. Ja, genau. So wie ich bin schon... Gib's zu, man kriegt's, wenn man... Ich habe schon den... Man bekommt's in Wahrheit nur, wenn man ein Abo hat. Herr Quatsch. Ich bin ein Jedi, schau. Bei mir steht das sogar. Cool, Jedi. Hast du eigentlich Lied gerade hier? Ach ja, ich könnte das Loot ja mal einstellen, richtig. Ja, genau. Ich hab's nämlich schon probiert, weil ich wusste nicht mehr, wann uns der Gruppe erstellt hat. Melden. Ja, melde mich, ja. Dann melde ich dich. Werden wahrscheinlich dann melden. Wo kann ich das nochmal einstellen? Ach da, warte mal. Beute. Rechtsklick auf dein Bild und dann. Beute Grenze Premium, aha. Ja, das hab ich eingestellt. Beutemeister, jeder gegen jeden, oder? Jeder gegen jeden. Exakt. Was ist denn Beutemeister Premium? Da kriegst du besseren Loot in den Instanzen. Ui, dadurch wird's aber schwieriger. Weil du Premium bist. Ja. Hätte ich jetzt Nein sagen sollen. Ja. Du Game-Hure, du. Ist ja nur der eine Monat. Ich habe dadurch einen Vorteil bekommen, ich konnte 8 Chars erstellen, dadurch kann ich jetzt jede Klasse spielen, wenn ich Bock hätte. Cool. Das ist auch ein Grund gewesen. Ja! Alter, hat der langen Sprung. Ist geil, ne? Der wird noch viel länger, wenn du auf Tank skillst. Krass. Das ist ja mal eine Chart. Aber du willst ja 2 Laserschwerter haben, also wirst du es nicht können. Auch ich will, je nachdem, wo ich weiterzocke, ich werde wahrscheinlich... Also, wenn du jetzt zwei Laserschwerter machst, dann kriegst du halt nicht diese coolen Mantel mit den Kapuzen. Deswegen habe ich mir eigentlich meinen Tank gemacht. Genau, dann kriegst du richtig coole Mäntel mit Kapuzen und so. Sieht voll cool Mäntel aus. Machen mich immer schwach. Was? Ja, weißt du, das ist so mein geheimer Fetisch, weißt du? So tolle lange Mäntel. So. Jetzt geht's los. Ist dann die Abgründe von Frigerius aufgetaucht. Genau. In seinem Let's Play. Lange Mäntel. Und Kapuzen. Ach, deshalb mochte ich Assassin's Creed, weil ich da einen langen Typen mit langer Putze spielen konnte.
Okay, wir weichen etwas vom Let's Play, aber ist ja egal, das ist ja der Sinn der Sache. Das Abweichen und das Vortäuschen und so. Ja, also er sollte vielleicht doch zur dunklen Seite wechseln. Wir werden sehen, ob er korrumpiert wird oder nicht. Ach, ich doch nicht. Ich bin ein Guter. Nein, nein. Und auf einmal sehe ich mit deinen Augen auf einmal so die Adern platzen und du ganz böse wirst. Ach, sowas kann passieren. Was ist normal? Genau, wenn du dann auf einmal so Britzeln in den Händen bekommst, dann schießt du auf einmal Blitze. Ach, Schwund ist immer. Oh. Während ihr die Leiche des Fleischrohrs untersucht, bemerkt ihr, dass sich in deinem Rucksack etwas... Pünktchen. Oh. Ein hilfloses Fleischräuberbaby fällt aus dem Rucksack. Es ist nicht aggressiv. Meister Quip im Tempel ist bekannt dafür, dass er verwaiste Tiere aufnimmt. Denk. Ach, ich hab keine Bock, so viel zu lesen. Warum kann ich nicht laut denken? Das ist schwierig, laut denken. So, warte mal. Was ist das eigentlich für eine Quest jetzt hier? Zum Meditationstempel. Feindliche Macht. Ich glaube, das ist meine Hauptquest, oder? Sieht so aus. Es ist ein grünes Tor vor. Wusch. Jetzt muss ich erstmal meine Skills wieder in meine tollen 5-Task-Leisten ziehen. Hehe. Ach ja, wenn ihr wollt, dass das ein Let's Play wird, solltet ihr das vielleicht schreiben, dokumentieren oder Video liken, mich abonnieren und sowas. Das wäre ganz hilfreich. Also ich sage euch schon mal so, die Story von jeder Klasse sind sehr interessant und wenn es einen interessiert, dann ist das wirklich cool. Und wenn man auch Star Wars Fan ist, dann wird es richtig geil. Genau. Und ihr könnt mir und vor allem Tools beim Scheißelabern zuhören und uns... So wie in den anderen Plays. Genau, wie in Guild Wars 2. Ich mache jetzt nicht den Fehler und sage, ihr könnt hier irgendwo klicken, weil das vergesse ich dann wieder, dass ich da gesagt habe, dass ihr klicken sollt. Und dann dauert es ja Tage, bis ich das nachgetragen habe, dass ihr klicken könnt. Also klickt einfach so auf Abonnieren auf meinen Kanal, das ist halt viel einfacher, wie wenn ich jetzt sage, hier klickt irgendwie da oder da oder da oder da. Ich vergesse sowas manchmal. Ich bin auch nur ein armer Student. Boom. Oh, du tust uns so leid. Ja, Buddy-Boo. Naja, immerhin habe ich einen Kampfvibrator. Ich bin ein Jedi. Toll. Du bist nur ein Padawan. Egal, ich habe den Kampfvibrator. Ich bin dein Meister und schau dir zu, wie du gerade hier kämpfst. Ja, gönn dir. Der Hüter der Wahrheit ist auch ein cooler Titel. Ich glaube, ich nehme den. Ja. Es ist genauso lang wie vorher. Super. Ja, super. Oh, guck mal, mit dem kann ich über quatschen. Mit Häuptling, Fleischräuber, Wüter. Der isst sehr viel Fleisch. Ja, ui. Jedi! Der kann viel sprechen, was er jetzt geschrieben ist. Jedi! Der hat so coole Augen. Was? Verlass sofort diesen Ort. Du kannst sprechen, ja, du kannst sprechen. Jedi genannt. Hey. Der hat echt viel Text. Wusch. Der hat echt viel Text. Boah, der hat die Macht angewendet. Jedi töten. Ui, der kann ja Deutsch. Tötet ihn, er kann sprechen. Boots. What the hell? Wieso kann er Machtstoß? Ich will auch Machtstoß können. Ich will die Sache, ich muss meinen Jedi-Gelehrten wieder spielen. Also wenn wir das jetzt playen, dann werde ich wahrscheinlich auf den Jedi-Gelehrten umswitchen, weil der einfach viel coolere Machtsachen kann und ich mag Macht. Macht ist total cool. Magst du auch Macht? Ich mag Macht, aber nur auf böser Seite. Ach Quatsch, Macht ist immer besser. Ich habe ja schon meinen Jedi-Ritter auf Stufe 50 und da finde ich Laserschwertkämpfe viel cooler. Hm, ja, ich überlege mir das noch. Vielleicht soll ich auch den weiter, ich schaue noch. Einer der Fleischräuber, gegen die ich eben kämpfte, nannte mich Jedi. Er konnte die Macht nutzen. Das ist besorgniserregend. Jedi! Genau. Dann sicher nicht die helle Seite. Ihr habt wirklich kurzen Prozess mit diesem Haufen gemacht. Lasst ihr jemals Überlebende zurück? Oh, Kira Carson. Kämpft ihr etwa anders? Nicht, wenn ich es vermeiden kann. Pass auf, mit der kannst du Romance anfangen, ja? Also. Okay, ich werde es... Das ist meine Alte mit meinem 50er. Was denn? Oh, ich hör's auf, was zu sagen. Ich werde das einfach kommentarlos zurücklassen.
Ja, wenn man die Möglichkeit im Spiel bekommt, sollte man sie nutzen. Ja. Ja, genau. Sieh mal, wie verzweifelt bist du nochmal? Ich sehe schon die Comments unten so. Ja, ich denke auch, ich wollte auch gerade sagen. Aber wenn es geht in dem Spiel, mir kann niemand sagen, dass es nicht machen würde, wenn es geht. Ja gut, in Sims machen sie es ja auch alle ständig und überall und... Und in Mass Effect auch. Da kann man das nämlich auch sehr, sehr, sehr intensiv betreiben. Okay, also so den Sport in der Senkrechten meinst du? Ja, man sieht natürlich nichts, aber... Man hört was. Man kann sich's denken. Cool. Ja, im Denksport sind die meisten ja ziemlich gut, von daher. Man sieht halt nichts, weil das Spiel ab 16 ist. Ach, wie langweilig. Ich habe jetzt gerade nochmal auf meinen Mass Effect geschaut. Weißt du, was das Tolle ist? Ich passe überhaupt nicht auf, was die labern. Ja, weil es unnötig ist! Heißt die Meisterin Kiwi? So ähnlich, irgendwie Kiwai oder so, keine Ahnung. Ab jetzt heißt die Meisterin Kiwi. Wusch. Ja, ist halt wie gesagt, das ist jetzt noch eine ziemlich langweilige Story, die wird erst ultra, wenn du Kapitel 1 bist, du bist dann noch im Prolog, ja. So, was muss ich jetzt immer machen? Ich hab mir nicht aufgepasst. Jetzt bist du schuld, dass ich nicht aufgepasst hab. Böser Tools. Geh zurück zum Jedi-Tempel. Nein, platziere ein Gerät im Sekretar in Sektor 01. Platziere ein Gerät in Sektor 02. Platziere ein Gerät, der Gerät in Sektor 03. Das ist die Verletzung der Verteidigung. Kehre zurück zum Jedi-Tilin. Zu Jedi-Tilin zurück. Warte, ich bin so nah dran, ich bin so nah dran, ich bin so nah dran. Warte. Bleib doch mal stehen. Der bleibt nicht jetzt stehen, so, jetzt habe ich ihn zu mir gelockt, bitte. Dankeschön, ich wollte auf ihn zuspringen. Ich wollte ihn, okay, das lassen wir. Ja, nein, führst du ruhig weiter Ich aus. Wollte ihn bespringen. Ja, sehr schön. Bitteschön. Du musst das schon zugeben. Ja, das, weil wisst ihr Leute, denkst. Das Tolle ist, ja, mich hat ein Bekannter von der Uni dazu gebracht, wieder zweideutig zu denken. Er meint so, ja, dann können wir uns viel besser unterhalten und so. Jetzt seht ihr, was ihr davon habt. Kaum ist die Zweideutigkeit in meinem Kopf eingeschaltet, könnt ihr mich vergessen, das ist jetzt erledigt. Also, jetzt habt ihr... Ja, ich hab auch Zweideutigkeit die ganze Zeit in der Birne. Schlimm, manchmal oder? Dreideutigkeit sogar auch. Ja, dramatisch, wenn man über 8 Ecken denken kann. Ja, und dann grinst man bei jedem Scheiß und ich denke sich alle, warum lacht der so? Ja. Ich hab halt immer den längsten Stab in der Hand, ich meine. Ist halt so, ne? Ich meine, jedes Mal, wenn ich sehe, dass mein Lehrer eine Sinuskurve zeichnet und dann oben 2 Punkte hinmacht, denke ich jedes Mal an was Komisches. Wieso macht jemand auf eine Sinuskurve Punkte? Ja, halt um die Hochpunkte zu markieren. Ach, und die so sind ja sehr offensichtlich. Die Hochpunkte. Genau. Macht ihr dann auch noch umschließende Sinusfunktionen, die das Ganze dann ein bisschen abdecken sollen? Ja, und das sieht halt ziemlich merkwürdig aus. Ich weiß auch, was Sinus. Jeder, ich glaube, viele wissen, was Sinus auf also Sinus Latein ist und was das heißt. Sinus ist Latein, heißt was? Ja, soll ich es dir sagen? Ich habe zwar Latein gehört, aber das kann ich zum Beispiel nicht. Ja, das hat mir mal ein Lehrer erzählt, das ist sehr interessant. Okay, ja, sag an. Ja, Busen. Echt? Ja. Lol. Deswegen sieht das auch so aus. Ach so. Deshalb sieht der Busen so aus oder deshalb sieht die Sinuskurve so aus? Ja, die Sinuskurve sieht so aus. Ja, was denkst du? Das waren Typen, die das erfunden haben. Ach so. Das heißt, die haben da hingeschaut? Wie sieht das aus? Ohne Scheiß jetzt, das glaube ich nicht. Ja, klar, die haben eine Frau in die Vertikale gelegt, in die Senkrechte gelegt und haben sie mit dem Stift geguckt. Die haben einfach nur die Kurve gesehen und haben sich daran erinnert. Das waren so Wissenschaftler mit langen Bärten, die meinten so, die alten Lateiner haben da Sinus genannt. Die haben dann auch die Punkte hingemacht und sagten, was könnte das darstellen? Da haben die nicht lange warten müssen. Da kam die Sekretärin mit dem Tee rein oder so. Dann, Heureka! Heureka, genau. So ja, war in das. Der Badewanne hat er dann entdeckt, die Sinusschwingung. Ach so, das war ja wieder eine Entdeckung in der Badewanne. Ja. Ach Gott. Oh Mann. Also wenn euch das Niveau gefällt, gebt einen Daumen hoch. Und wenn euch das Niveau nicht gefällt, schreibt in die Kommentare und sagt, auf welchem Niveau ihr bitte sein wollt. Wir können auch hochniveauvoll sein, aber irgendwie ist das so um... Ja, dann wird das nicht so witzig. Nee, wird echt nicht so lustig. Definitiv nicht. Ich finde es eh so lustig, wie wir uns hier mit diesen komischen Vibratoren verprügeln. Ja, wir können ja auch so einen auf RP machen.
Los, mein Schüler, trainiere weise. Jawohl, Meister. Du wirst die Macht spüren. Jawohl, Meister Shidaro. Nun greife diese Druiden an. Warum? Aber sei vorsichtig, was haben mir diese Druiden getan? Sie sind außer Kontrolle und würden die Menschen verletzen. Alles klar, mein Meister. Ich werde mich sofort darum kümmern, wenn wir mit meinem heiligen Schlagvibrator sie alle töten. Gut gemacht, mein Schüler. Jetzt noch die anderen. Okay. Ich werde sie zu Ende befriedigen. Ich jubel. Schau. Yay, ja, mehr. So, mein Meister. Warte mal. Das geht mit Sicherheit auch. Kann man sich nicht hinknien? Ja, kann man. Kann ich nicht knien schreiben? Ich soll zum Knien schreiben. Neil. Neil? Wie macht man das denn? Entweder war es... warte. Das war verpasst. Ist das mit Slash? Ja. Ich schreibe Slash Neil hin und es passiert nichts. Ja, aber du kannst es auf Deutsch schreiben. Kann nur von Abonnenten von Spielern, die das freigeschaltet haben, verwendet werden. Ihr wollt mich doch im Ernst verarschen. Ich muss mir jetzt nicht im Ernst kaufen, dass ich mich von meinem Meister hinknien kann. Habt ihr denn was geraucht? Hast du irgendwas anderes eingegeben? K-N-E-E-L, Neil. Dieses Emote kann nur von Abonnenten und von Spielern, die es freigeschaltet haben, verwendet werden. Stimmungs- und... Oh, tatsächlich! Emote-Freischaltungen sind oft in Paketen enthalten, die im Kartellmarkt erhältlich sind. Danke. Schau. Genau. Schau, wie das geht. Warum knie nieder, mein Meister, vor deinem neuen Herrn. Warte mal, irgendwo... Mich verarschen, ich bin der Hüter der Wahrheit. Ich gib's dir gleich. Ja, ich bin der Hüter, Hüter des heiligen Vibrators, also. Wer hat wohl mehr drauf? Na los, mein Schüler, den schaffst du sicher allein, ohne meine Hilfe. Ach, easy. Easy peasy. Wusstest du, dass easy peasy ein englisches Wort ist? Was ist das, ein englisches Wort? Easy peasy ist ein englisches Wort. Das habe ich von einem Kollegen gelernt, der studiert nämlich bei uns in der Uni Lehramt Englisch und Informatik. Und der sagte, easy peasy ist echt ein englisches Wort. Ja, weißt du, was auch wirklich ist, was die die Amerikaner auch sagen, wenn du niest? Bless you. Und was noch? Keine Nein, pass auf, und was noch? Weiß ich nicht. Gesundheit. Echt? Die sagen Gesundheit? Ja. Gibt's auch. Tatsächlich, bloß halt, dann ist das E weg, das heißt dann Gesundheit. Cool. Ja, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich noch von der Einwanderung oder von der Kolonisierung. Wollte gerade sagen, das war doch dann irgendwo da, wo wir irgendwo einmarschiert sind und sie bei uns einmarschiert sind. Also sag mal, wo ist denn dieses Einschaltding? Ich muss irgendwas kaputt, irgendwas machen und ich finde das nicht. Ist das hier drüber? Ja, warte mal, ich schau mal. Warte mal. Boom. Auf jeden Fall war das von der Kolonisierung. Mit Sicherheit. Wahrscheinlich von damals. Aber mal ganz ehrlich, ist das hier ethisch korrekt, dass ich jetzt hier kaputt schlachte? Ich meine so... Man muss ja doch mal philosophisch dran gehen und so spielen. Muss man drüber nachdenken. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Würdest du einfach so hier in den Roboterkrieg ziehen und Roboter abschlachten? Ja, Roboter sind wenigstens noch keine Menschen. Später tötest du einfach Menschen und hast keinen, weiß nicht warum. Das ist aber ethisch nicht korrekt. Für einen Jedi nicht, nein. Nee, definitiv nicht. Hier oben ist das, glaube ich. Komm ich schon da hoch? Ach, hier. Da hoch. Nö, warte mal. Das sollte eigentlich, wenn du einfach nur in dem Bereich stehst, müsste das schon reichen. Ich hab's gefunden, hier ist was. An den Wänden ist was. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Ich töte die einfach mal, weil ich euch nicht. Ist während des Kampfes deaktiviert. Hä? Ich töte die, keine Sorge. So. Ah, ein Jedi-Kommunikator. Was willst du von mir? Wer bist du? Hallo? Ah. Ich bin hier, Meister. Was ist los? 090! Mein Meister stört. Triff mich dort, sobald. Nein, es ist keine Pornoholographie. Die Pornografie. Ein Pornocom. Ich bin schon unterwegs. Ja, ein Poncom. Ja, ein Poncom. Die neueste Version. Schau hier, pass auf, du hast bestellt, es kommt. Hä? Was kommt? Da. Oh Gott. Du hast bestellt. Das ist ein Twi'lek. Ja, und? Ja, eben. Twi'lek sind Sklaven. Ja, eben. Ja, dann siehst du, dann knie nieder, du Sklave. Natürlich nicht alle. Achso, du bist ein Special. Knie du nieder? Ja, geht ja nicht. Kann nicht.
Ja, schau, du bist so arm, du kannst nicht mal knien. Nee, ist richtig. Moment, dann kann... Ah, warte, da kann ich ja den auch wieder machen. Oh yeah, cool. Da war ja noch was, ja, warte, ich müsste mein E-Mode für meinen... Ah, genau, mein Sith-E-Mode habe ich auch, cool. Sith-E-Mode? Ja, pass auf hier. Ich kann jetzt, Slash Ritter machen, weil ich habe ja einen Ritter und ich kann Slash Krieger machen, weil ich einen Sith-Lord hab. Cool. Wie dumm eigentlich. Sinnvoll. Ja, das einzig Sinnvolle, was ich vom Vermächtnis hab, wenn ich meine Chars sehr hoch hab, ist, dass ich die Buffs von denen auch bekomme, wenn ich dich buffe. Wie zum Beispiel hier, ich buff dich ja und du kriegst zusätzlich den Jedi-Buff auch noch dazu. Cool. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, noch einen Kopfgeldjäger hab oder einen imperialen Agenten, dann kriegt man den Buff auch, so im Endeffekt. Cool. Das ist das Sinnvolle dran. Nett. Ja, dann müssen wir wieder Geld für ausgeben und ich will kein Geld dafür ausgeben. Ich muss jetzt keins mehr ausgeben. Ja. Das war das letzte Mal. Ja, aber danach hast du die Sachen oder so, die Skills doch nicht mehr, oder doch? Doch. Die bleiben. Okay. Weil das ist dein Vermächtnis. Mhm. Ich dachte, ein Vermächtnis hat man nur, wenn man, während man das Ding hat. Ja, aber du hast das Vermächtnis in sich. Das wirst du schon noch sehen, wenn du Level 10 wirst, dann kannst du dein Vermächtnis freischalten. Ach, ohne was zu zahlen. Das kriegst du so. Wir sind wieder zu Quests da oben hin. Ach, leck mich doch alle. Ich muss irgendwie 1000 Quests abschließen nebenher. Sehr schlimm. Und überall komme ich nicht lang. Verdammt, man, so viele Quests. Blöde Quests. Echt mal, voll blöd. Man levelt dabei ja nur. Sehr schlimm. So, verrecke. Warte, erstmal muss ich jetzt zurücklatschen. Dankeschön. Kein Problem. Ich habe genug Macht für uns beide. Das ist gut. Das erfüllt mein Herz mit Freude, oh Meister. Das ist schön. Wusstest du, dass man bei Ultra Force für ein kleines Gedicht Risen 2 gewinnen konnte? Nö, das wusste ich nicht. Und ich, Vollidiot, hab vergessen mitzumachen. Ein Kollege von mir hat dann irgendeinen Schwachsinnstext hingeschrieben, hat gewonnen, Code. Was? Ja, der hat irgendein Gedicht hingeplottert, mal eben seine Langeweile und hat einen Code gewonnen. Und ich hab's voll vergessen. Cool. Ich glaube, du hättest auch gewonnen. Ja, natürlich hätte ich gewonnen, ich bin ein Poet. Ein Poet? Ein Poet. Wie machst du denn so einen Künstlernamen? Hab ich doch schon. Frigerius Frost von Nein. Hülkenberg. Nein, ich so bin dann Frigerius Magistatius von Eichlingendorf Schwanstein. Von Eicheldorn, genau. Großmeister von und zu Gutenberg. Gut. Kaufst du noch einen Doktortitel in Polen oder so und dann geht das. Nee, in der Schweiz. In der Schweiz? Das ist viel zu teuer. Ist ja egal. Dann habe ich auch meinen Doktortitel wesentlich bei meinen Bankkonten. Nein, ich werde dann hier Freiherr von Schloss Neuschwanstein oder so. Freiherr. Ja, Freiherr. Bekommst du dann ein Lehnsgut oder sowas? Ja, welcher Lehnsherr? Genau. Nein, ich werde Freiherr von Neuschwanstein. Freier, ja. Freier, genau. Ich werde Freier. Warum lachst du so blöd? Freier war ein, du wirst ein Freier. Ja, Freier. Eier. Bist du ein Freier wirst. Ja, genau. Freier. Genau, wie lustig. Ah, finde ich schon lustig. Ja, voll. Diese Zweideutigkeit. Jetzt mal anders. Ist das nicht irgendwie armselig, dass die hier so Zelte haben, so diese hochtechnisierte Zivilisation hat noch ganz normale Zelte hier stehen? Die haben Tyson gerade erst mal wieder gefunden. Und trotzdem, der hat so eine Hightech-Atemmaske in der Visage und die haben nur so Billigzelte. Was willst du denn da hinmachen? Ein halbes Haus. Die können doch so eine Kapsel hinschmeißen und das baut sich ein Haus selbst auf. Du, das ist eine alte Republik, ja. Na dann. Zudem sind die zwar in gewissen Maßen hochentwickelt, aber in anderen Maßen auch nicht, wie du bald feststellen wirst. Ach, na dann. Wie man das auch immer wieder in Star Wars mitbekommt. So ultra sind die doch dann doch nicht. Machtkrieg? Ich habe noch nie von diesen Machtkriegen gehört. Es war der erste Konflikt zwischen Machtanwendern. Das erinnert mich an Avatar, Machtanwender. Naja, ich lehre dir jetzt die Macht Feuer zu kontrollieren. Cool. Muss ja auch so hässliche Bewegungen machen wie der Avatar.
Nö, so machst du. Du nimmst einfach Spiritus in den Mund, nimmst eine Fackel davor und sprühst. Ah. Das ist effizienter. Schon. Ein bisschen, ne? Ja, nicht nur ein bisschen. Ultra ist das. Ja, schon. Und die labern so viel, ist schlimm. Und vor allem, was ich festgestellt habe, ich krieg viel mehr Erfahrung, wenn ich Abo hab. Ja. Guck, viel, viel mehr. Guck dir mal seine hässlichen Finger an. Nein, die sind krumm und asslig. Ihr solltet sich mal schneiden. Nee, der will dich damit pieksen. Ach so. Der kann dann Kratzer machen oder Kratzfurie. Cool. Kratzfurie, diese Pokémon, Leute. Wusstest du, dass es ein Pokémon-MMO gibt? Ja, wusste ich. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das zocken sie uns in der Vorlesung ständig. Es gibt doch ein Digimon-MMO. Was? Das wäre wiederum cool. Und ein Dragon Ball Z-MMO gibt's auch. Oh Gott. Aber das ist total schlecht. Okay. Das ist echt schlecht. Sachen gibt's. Ja, aber man sieht ja, dass sie nicht gut sind, weil sonst wird man ja davon hören. Vor allem, dass dieses Pokémon-MMO voll die Grafik aus den Konsolenspielen hat. Ja. Das finde ich richtig arm. Hey, neue Schuhe. Ja, will ich wirklich anlegen. Was kostet momentan so einen Monat eigentlich? 14. Boah. So wie bei WoW. Boah, wie so viel Geld. Ist es ja. Aber ich habe mir gesagt, ja, ob ich mir. Es ist jetzt auch nicht mehr, als wenn ich jetzt sage, ja, ich kaufe mir jetzt was für sich Darksiders 2 oder so ein Scheiß. Ja, gut, aber das hast du wenigstens immer. Weil bei so einem Abo ist es halt nur für einen Monat. Ja, aber du hast ja Free-to-Play, das heißt, du hast es nicht nur für einen Monat. Ja, aber das ist diese Boni halt nur für einen Monat. Ja, diese Boni, die nutzt du in dem Monat voll aus, dann hast du dann so viel gemacht. Ja, das ist das Problem. In dem Monat, weißt du, zum Beispiel, ich habe da keine Zeit zum Monat voll ausnutzen, weil unter der Woche bin ich... Ja, da brauchst du nicht mal viel Zeit. Das ist echt, also, das ist ganz chillig. Ja, keine Ahnung, trotzdem. Ich finde es immer schwierig. Dafür, wenn ich dafür ausgehen will, will ich da doch voll ausnutzen. Das schaffe ich während der Uni definitiv nicht. Die Kartellmünzen zum Beispiel, die kriegst du ja auch so. Der Fluch scheint uns beide zu treffen, mein Freund. Ach, mal gucken. Vielleicht sehen die Entwickler von BioWare ja zufällig mein Let's Play und dann geben sie mir so einen Monat dafür, dass ich deren Spiel ein bisschen promote. Ich hätte dich vielleicht vorher werben sollen. Ja. Hab ich vergessen. Es herrscht ein Konflikt in mir. Hätte ich nämlich auch so ein cooles Zweisitzer-Gleiter-Ding bekommen. Hätte ich dich rumfahren können. Wie cool. Annehmen. So. Für so eine Wieso müssen die im Chat immer schreiben, dass die jetzt nach Korosar gehen? So ultra ist die Stadt nicht. Die ist total abgefuckt, weil die alles kaputt ist. Ja, wir wieder nach Korosan und dann nachdem da hier Dingens war. Ja, aber da ist halt der Jedi-Tempel total kaputt. Ja, welcher Teil spielt das jetzt eigentlich hier, das Das ist nach den ganzen Republic Games, aber vor den Filmen. Okay. Warum ist denn Korosan im Arsch? Ja, ist nicht ganz im Arsch, nur der Jedi-Tempel ist kaputt. Das ist ein bisschen nervig und die Stadt, die sieht ziemlich abgefuckt aus in manchen Stellen. Herrlich. Sondern du musst auch immer in der Kanalisation rumrennen und so. Cool. Ist kein schöner Ort. Ich dachte, Coruscant ist eine Stadt mit 1000 Wolkenkratzern. Ja, siehst du auch nicht mehr. Cool. Die Fahrzeuge sind ganz lustig, wenn du da von einer Wegmarke zur anderen fährst, das sind so Taxis. Nett. Das sieht schon geil aus, ja. Und da sitzt das Androide, der dich da rumfährt. Geil. So, im hier reingehen der Quest abgeben, sprich mit Meister Quilp. Und dann mal schauen, da ist er, Meister Quilp. Ich hasse Druiden. Aha, warum? Weil er keinen spielen kann. Ah, wer ist das denn für ein kusches Viech? Macht meinen Einsatz für die Hilflosen dieser Welt auf die Probe. Ihr habt das Richtige getan. Lasst es hier bei mir. Ein halber Löwe ist das. Ich trete ein, damit eine Entscheidung getroffen wird, was wir damit tun.
Schon wieder eine Quest abgeschlossen. Ach, bin ich gut. Ach ja. Mal eben gucken, ob ich welche Sachen erlernen kann. Ja, kann ich. Zwei Sachen. Machtsprung 2 und Riposte. Das kann ich vom Fechten noch. Das ist so ein Verteidigungsding. Sehr klug, mein Schüler. Ja, ne? Um mal wieder ein bisschen RP zu machen. Ja, mein Meister. Damals... Weil Leute wissen schließlich auf einem RP-Server. Damals auf Tatooine, wo ich damals war, bei meinem alten Meister, dem Fechtduell-Typen von... Hast du nicht gesehen? Von habe ich nicht gesehen, genau. Ja. In meinen jungen Jahren als kleiner Mini-Padawan mit kurzen Haaren. Damals, da lernte ich die Riposte von meinem alten Meister, hast du nicht gesehen. Pass auf, dass du dir nicht deine alten Knochen brichst. Ja. Das wäre blöd. Aber dann gehe ich in die Zeit von Harry Potter und lasse mir meine Knochen wieder heilen. Alles wird gut. Oder ich gehe, wie mein alter Meister mir lehrte, in einen Kolto-Trank. Tank-Dings. Und wenn ich dann wieder Drogen kriege, dann geht's mir... Expelliarmus! Oh, du hast mein Zauberporno-Dings weggehauen. Ja, hab ich. Du Gott böser Bube. Gott sei Dank. Warte mal, ich muss irgendwo hin. Ich muss nach da oben. Spiel einen mächtigen Gefährten! Ja, kaufe dir das Abo! Nein! Kaufe dir das Abo! Nein! Mich fragt er das nicht mal, er hat mich das nicht mal gefragt. Fragt er das auch nicht, aber ich denke mir das immer. Bei jeder Sekunde, die ich dieses Spiel spiele, denke ich mir, dass das Ding gesagt, kaufe dir ein Abo. Wo fährst du jetzt eigentlich hin? Zu meiner Hauptquest. Wo ist... Achso, stimmt. Die ist hier oben. Ich kann ja in der Map nachschauen, wo die ist. Das geht ja hier. Praktisch. So, dann kann ich ja derweil eben ein bisschen was verticken gehen. Da kommt schon einer. Ab welchem Level kriegt man ein Lichtschwert? Gar nicht, du bist auch kein Jedi. Der kriegt kein Lichtschwert, nur Auserwählte kriegen Lichtschwerter. Genau. Und dann steht da, wenn du es kriegen sollst, steht dann da. Computer sagt nein. Dieses Item ist nur für Abonnenten zu bekommen. Genau. Nein, so fies sind die nicht. Oh. Aber man kann sich bei EA schon manchmal vorstellen. Ein bisschen, ne? Jetzt und heute, nur für Abonnenten. Wusch. Babusch. Wusch. Dabusch. Wusch. Oh, mein Vermächtnis ist ja schon Stufe 12, lol. Cool. Das ist ja Stufe 12 Vermächtnis. Ja, das, wenn ich umso höher mein Vermächtnis ist, umso geilere Sachen kann ich dann damit machen, kann ich mir Charaktervorteile kaufen. Dann kann ich mir zum Beispiel das Zeug, was man sich eigentlich erst kaufen müsste, kann man sich dann auch so holen. Cool. Also über mit Credits halt. Meister Kiwi. Einen Fleischräuber, der die Macht einsetzt. Sie ist im Glauben, er hätte von einem alten Holocron gelernt. Ich wünschte, das wäre so. Der Mann, der dich bei deiner Ankunft angegriffen hat, sein Lichtschwert schien mir vertraut. Und die Holo-Aufzeichnung des Druiden bestätigte meinen Verdacht. Die Gestalt mit der Kapuze in der Aufzeichnung ist Bengel Mohr. Er war mein Padawan, aber er hat seine Ausbildung nie abgeschlossen. Oh. Bengel war im Jedi-Tempel auf Coruscant, als die Sith ihn zerstörten. Tja, hat er wohl überlebt, ne? Macht muss mit ihm gewesen sein, wenn er lebend rausgekommen ist. Der Tempel wurde zerstört. Hunderte von Jedi starben an diesem Tag. Wir haben nie alle Leichen gefunden. Tja, schade. Die Macht war stark in Bengel. Und er besaß das sanfteste Wesen, das ich kannte. Er hat sich gegen die Jedi gewandt. Er muss aufgehalten werden. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Die Matriarchin. Oh, ich sehe gerade, wenn ich jetzt meinen Sith-Krieger jetzt dann mal das Kapitel beende, dann kriege ich für alle meine Charakter Machtwürgen. Wie geil ist das denn? Das sind schreckliche Nachrichten. Hm. Kommt ihr zurecht?
Ich hatte geglaubt, dass ich unser Volk erst in vielen Jahren anführen. Macht bestimmt so viel Schaden. Meine Speer haben eine Kommandobasis der Fleisch. Ja, weil vom Echten ist es, muss ja viel Schaden machen, weil du hast 20 Minuten Cooldown auf die Scheiße. Oha. Das wäre sonst ein bisschen dumm. Halt auf die Fähigkeit selber nicht, sondern auf die Fähigkeit, die du zuerst benutzen musst, damit du es machen kannst. Okay. Das ist sowas wie... Die Leute werden es vielleicht kennen, die dieses Spiel mit drei Buchstaben gespielt haben. Gab es so einen Skill bei dem Schaman und das hieß Heldentum, oder bei den anderen hieß es, glaube ich, Aufschrei oder so bei der Horde. Und das hatte 10 Minuten Cooldown dann bei allen oder so irgendwann mal. Das haben sie, glaube ich, auch wieder runtergesetzt. Okay. Ich glaube, keine Ahnung. Und da kriegst du einen Ultra-Buff. Du bist so stärker oder so ein Scheiß, und das gibt's ja auch. Aha. Das hat jeder einzeln, aber das kann man halt auch, das hat dann auch so einen globalen Cooldown dann für alle in der Gruppe, sonst wär's da irgendwie so ein Ultra. Da kriegst du dann immer so prozentual Heal oder so. Mhm. Ist klar. Schlichte mittlere Kreditkiste. Tresorkiste der Klasse 2 mit Rechtsklick öffnen. Abonnement haben freie Wahl unter allen Missionsbelohnungen. Werde noch heute Abonnent. Ja, das ist kein Item oder sowas, sondern das ist eher sowas, ja, du kriegst Erfahrungsbonus oder so ein Scheiß. Das sind keine Items oder so, das habe ich heute festgestellt. Kann ich also nicht an... Das ist nichts Wichtiges. Nee, nur Erfahrungsbonus, die ich brauchen könnte. Ja, das sind EP-Booster einfach, aber die brauchst du nicht. Ist unnötig. Ja doch, ich will dieses letzte Test, ich wollte Level in 3 Stunden Level 10 werden. Das wird nichts, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, dann haben wir schon unsere 3 Stunden um. Die für das Leveln. Ja, aber du bist von deinen Quests nicht unterlevelt. Überlevelt. Ja, also. Bin ich ja eben nicht. Ja, aber du bist unterlevelt. Du bist auch nicht unterlevelt. Naja, ich bin innerhalb von fast 3 Stunden gerade mal Level 6 oder Level 7 vielleicht, wenn es hochkommt. Also meine Sif, die ich vor einer Stunde angefangen habe, die ist schon Level 4. Ja, aber du bist auch Premium. Ja, und da ich in der Gruppe bin, bekommst du eh weniger Erfahrung. Aber das ist nicht viel. Was? Das außerdem liegt das auch nicht am Level. Eigentlich musst du das Level gar nicht haben, ne? Du musst nur deine Story so weit haben. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt pur deine Story-Quest durchjagen, dann hast du dann alles. Was ist das, die Viecher da Level 9, 10 sind im Schnitt? Das heißt, ich müsste dich dann die ganze Zeit durchheilen. Oh. Na, mir wär's egal. Mir auch. Weil die machen so wenig Schaden, dass ich mein ganzes Schild wahrscheinlich den ganzen Damage absorbiert. Ich mach's einfach mal. Die Schlüssel sind, um die Fleischräuber zu verstehen, werde ich sie sofort untersuchen. I, was habe ich denn da schon wieder eingestellt? Gesundheit. Danke. Bitte.